Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Wir haben gestern noch 10 Punkte bekommen, die möchten wir bestimmt ausgeben. Für, nein. Oh, fast hätte ich es ausgegeben. Steigert die Attribute bei Übernahme. 10 ZP, was haben wir hier noch? Erhöht das natürliche Leben noch mehr. 15. Naja, was haben wir bei Trainer? Steigert beim Essen. Steigert TP, MP und Erschöpfungserholung durch Schlaf. Steigert den Effekt von Schimpfen und Lob. Verringert die Erschöpfung durch Training. Steigert den Effekt von kritische Treffertraining. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Ich glaube, darauf müssen wir früher oder später gehen, ne? Naja, was haben wir noch? Überlebender. Kochen können wir jetzt wahrscheinlich, ne? Erhöht die Erfolgsrate beim Angeln. Die Wahrscheinlichkeit, mehrmals angeln zu können, steigt. Ah, man kann mehrmals angeln. Durch Freischalten des zweiten Platzes für Angriffsfähigkeiten kannst du im Kampf den zweiten... Ach so, cool. Erhöht die Verteidigung eines Verteidigungsbefehls. Erhöht die BP, Befehlskraft, Steigerungsrate. Oh, so. Ja, komm. Definitiv eine zweite Attacke. Und BP-Zuwachs. Okay, wir haben uns entschieden. Damit können wir... Ah! Wir haben jetzt eine leichte Attacke und können jetzt eine schwere Attacke hinzufügen. Das heißt, wenn sie keine MP mehr haben, können sie einfach die leichte Attacke machen. Boom. Problemo gelöst. Sehr schön. Ihr wollt schlafen, ne? Damit sind sie 13. Oder werden 13. Ich glaube, mit 15 sind sie das letzte Mal gestorben, ne? Kriege ich Essen? Bitte sag mir, dass ich Essen kriege. Bitte. Hey, die Felder sind alle in perfektem Zustand. Du kannst mit einer netten Ernte rechnen. Hey, du bist gekommen, um nach deinen Feldfrüchten zu sehen. Willst du auch ein paar Sorten neu pflanzen? 4 Fleischbrocken geernt. Ihr wollt mich verarschen, oder? Kann verdorbenes Fleisch... super. Cool. Okay, ich habe 4 Fleischstücke bekommen. Okay. Bitte esst nur einmal. Bitte esst nur einmal. Das ist doppelt so viel Essen, wie ihr sonst immer bekommt. Okay, kriegt einen Digi-Sprössling dazu. Bitteschön. Ich kann es mir leider nicht leisten, euch so viel zu geben. Das ist perfekter Zustand, ja? Vorher hat es mir mehr gefallen. Na gut, dann brauchen wir wahrscheinlich mehr Digimon. Wo geht's hier hin? Florazien Geschäftsviertel. Florazien Geschäftsviertel ist fertig. Meramon kocht. Die Stadt ist viel zu groß, Leute. Die Stadt ist viel zu groß. Tagesaufgaben. Erfolg. Du bist im Drachendreizack auf dem Logikvulkan gegangen. Cool. Dankeschön. Hauptordner. Rückkehr in die Stadt Digimon. Läuft die Einwohnersuche gut? Mein Maschinendramon-Detektor ist fast fertig. Komm vorbei. Jetzt Handgriff erledigen. Ja, ja. Reise zur Serverwüste. Okay. Alles wird gut. Muss mich hier nur einmal zurechtfinden. Forschungsviertel. Florazien Forschungsviertel ist fertig. Klar, dafür habt ihr einen Tag gebraucht. Oh. Hier ist ja gar nichts. Ja, hier ist überall Bauarbeiten. Cool. Der meinte doch, dass hier, wollt ihr mich verarschen? Der meinte doch, dass das Viech im Geschäftsviertel ist, ne? Hier können wir essen jederzeit. Ah, genau, wir können hier Essen kaufen.
Was für eine Besonderheit hat er denn hier gemacht? Hier ist doch niemand. Wo ist dieses komische Kiwi-Mann? Schau nur die ganzen Läden an. Und sie haben sogar nachts offen. Das ist so cool. Da will ich fast zum Nachtschwärmer werden. Wenn du müde bist, solltest du dich besser gleich ausruhen. Naja, ich schätze mal, du wirst irgendwann von allein wegdösen. Aber dann kommt es zum Trainingsversagen. Selbst wenn du so lange wie möglich durchhältst, wirst du morgen entsprechend später aufwachen. Der hat mich verarscht. Kirby-Mann ist nicht da. Okay. Du bist die Trainingshalle? Architekt. Hallo, willst du ein paar Einrichtungen neu aufziehen oder Materialien überprüfen? Wird sofort erledigt. Gigimons Haus auf Stufe 2. Ja, wir brauchen auf jeden Fall... wir haben nichts, außer den Sender könnten wir verbessern, ja. Geschäftsviertel, können Ausrüstungsladen verbessern und das Restaurant. Wir brauchen Digisäure und Digisand. Ach, im Forschungsviertel ist das ist der Trainingsraum auch ganz wichtig. Okay, Digi-Schneeholz. Okay, wir müssen ab sofort alles einsammeln. Aber wir können auf jeden Fall den Ausrüstungsplan verbessern. Ja, klar. Danke, Mann. Macht's gut und lass dich mal wieder blicken. Okay. Aber sofort Materialien sammeln. Aber ich würde tatsächlich sehr gerne... einmal... Achso, die sind einfach nur farblich sortiert. Trainingsraum. Ah, so sieht man doch ein bisschen mehr was von, ne? Take this seriously. Also, aber alles immer noch auf Stufe 1. Naja, besser als gar nichts, ne? Gut. Dann lass uns mal außerhalb der Stadt. Gehen wir mal zur Serverwüste. Wir haben uns jetzt hier 7 Minuten umgeguckt. Ich habe die Nase voll von der Stadt. Aber wir haben jetzt ganz viel Platz für neue Digimon. Das ist doch positiv. Und ich denke, jetzt beginnt es erst recht. Ich glaube, das eben war einfach nur so quasi der Epilog, den wir jetzt durchhaben. Jetzt wird es richtig ernst. Meine Digimon hatten einfach noch gar nichts zu tun. Ich habe nur gechillt den ganzen Tag hier. Seit wie viel x Folgen haben sie hier gechillt? Du musst... Ach, ihr macht mich wahnsinnig. Ihr macht mich wahnsinnig mit eurem scheiß Toilettengang. Irgendwas stimmt mit euch nicht, ey. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ihr trollt mich einfach, ne? Red Cookie und Killer, ihr seid Troller. Numemon, bist du da? Das Numemon ist da. Wir haben eine Aufgabe. Ich werde das Viech jetzt besiegen. So stark kann es ja nicht sein, ne? Auf geht's, Leute. Jawohl. Da hat er es schon umgekippt. Oh, ich sehe schon die Punkte. Das war viel zu früh, kann das sein? Nice. Okay, der erste macht sein 0D. Atom Blaster. Jetzt kriege ich dich, du Sau. Jetzt kriege ich dich. Das Schöne ist aber, dass ich gleich zu den Bossfighten wirklich angeschwächt bin. Aber naja. Hauptsache, wir haben so ein fettes Viech mal besiegt. Schattenflügel. Oh, er ist so gut wie tot. Combo-Angriff. Nice. ...29 Befehlskraft. Oh, das ist gut, dass wir das ausgerüstet haben.
43. Wir haben das fette Viech besiegt. Universal-Plugin S. Kann man gebrauchen? Ich dachte, jetzt sterben sie. König der Jagd. Look at you. Examon Stärke und Magna Dramon. Okay, das kann man sich angucken. Oh, ich bin sehr stolz auf euch, Killer und Red Cookie. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Ja. 9000 MP. Hey, 2200 Weisheit. Das dauert noch, bis wir zum Mega werden. Ich glaube, das ist auch gewollt. Wegen dem Stein gucken wir später mal nach. Ich hab's geschafft, ich hab fettes Viech platt gemacht. Und ich glaube, Universal-Plugin S steigert einfach nur alles Mögliche, ne? Würde ich jetzt mal stark annehmen. Ja, ich finde es derzeit einfach nur blöd, dass wir so gut wie kein Fleisch bekommen. 4 Fleisch. Das heißt, wir müssen uns mit Digipilzen nähern, ey. Warum? So, was kann ich eigentlich mit diesen Tasten? Achso, das warst du. Alter, schon was backt hier rum. Silberwüste. Hust, hust. Hey, du da, hast du einen Moment Zeit? Hä? Wie du siehst, habe ich Husten, Hust. Er will einfach nicht besser werden und ich fühle mich schwach. Ich habe nicht genug Flammenenergie im Körper. Ich kann auch keine Megaflamme verschießen. M-Medizin hilft nicht. Ich muss meine Flammenenergie aufladen. Du musst mir eine Magma-Pastille bringen. Ich bin nicht stark genug, um mir selbst zu holen. Ich halte das nicht mehr lange durch. Ich besorg dir eine, kein Problem. Ah, oh, willst du das wirklich tun? Ich schulde dir was. Magma-Pastillen sind Klumpen vulkanischer Energie. Du müsstest welche um den Lukik-Vulkan herum finden. Okay. Es gibt überall neue Digimon. Aber ich find's cool. Ich lasse mich auch kein bisschen spoilern. Ich könnte zwar im Internet gucken, jetzt zum Beispiel, wie die einzelnen Digitationen sind, aber will ich gar nicht. Und das ist mir schon wichtig. Weißt du was Neues, Bro? Hey, du! Hey, du und ich müssen mal ein Wörtchen miteinander reden. Ich beobachte dich schon eine ganze Zeit. Ich will wissen, wie du die Dinge einsetzt, die du hier einsammelst. Und ob du würdig genug bist. Tatsächlich glaube ich, dass du auf dem richtigen Weg bist. Die Entwicklung der Stadt ist ein Beweis dafür. Du bist die richtige Person für diesen Ort. Das muss ich dir lassen. Daher sollst du nun auch sein Hüter sein. Das war jetzt nicht einfach. Und nun, ich frage mich, was ich jetzt machen soll. Ah ja, das wäre doch was. Ich ziehe in die Stadt. Kaum zu glauben, aber manchmal habe ich auch gute Ideen. Freue mich schon, dich in der Stadt zu sehen. Okay. That was easy. Metall. So, das haben wir auch direkt ein. Sand ist immer gut. So. Hier gehen wir später weiter. Wir müssen ja irgendwie zur Oase wahrscheinlich, ne? Ja, die Digi-Welt, sie steht mir jetzt offen, Freunde. Ich denke mal, jetzt beginnt es. Jetzt können wir überall hinlaufen, wo wir wollen. Wenn wir denn stark genug sind, natürlich. Aber wir können natürlich überall hinlaufen, wenn wir stark genug sind. So. Das Schöne ist ja, ich bin schön geschwächt. Und da hinten geht's zur Main-Quest. Sei vorsichtig. Du kommst wieder zum Bewusstsein, super. What? Who are you? Was? Wer bist du? Sorry, you must be scared. I'm Kota Hirose, and this is my partner Yukimura. Entschuldige, du hast bestimmt Angst. Ich bin Kota Hirose. Voll der Russe. Und das ist mein Partner Yukimura. And you are? Und du bist? Lush. Lusche, glaube ich. Ja, du bist eine Lusche. You seem confused. Must be because you're just waking up.
Du scheinst verwirrt zu sein. Liegt bestimmt daran, dass du gerade erst zu dir gekommen bist. I was sleeping? Habe ich geschlafen? You lost consciousness and fell down. Du bist ohnmächtig geworden und hingefallen. What happened? Was ist geschehen? That's the question I want to ask you. Das wollte ich eigentlich Do dich you remember fragen. Anything? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Lush. Lusche? Show? Mamemon? Mameo? Dark. Scared. So big. So huge. Digimon? That's what she said. Okay. Lusche, Show, Mamemon. Also ein Mamemon. Mami, dunkel, Angst. So groß, so riesig. Digimon. I know. I came to get help. Ich weiß wieder. Ich wollte Hilfe holen. Help? Against a huge Digimon? You mean... Hilfe? Meinst du vielleicht gegen ein riesiges Digimon? Machine Draymon! Machine Draymon? No, damn it! We were too late? Nein, verdammt, sind wir zu spät? Digimon said there was a village here. Digimon sagte, hier sei ein Dorf. There is! Just over there! Everyone is so friendly and warm! Dort ist es, direkt dort drüben. Alle dort sind so freundlich und herzlich. Da sind zwei Numemon und ein Mega-Digimon. Ein Dorf mit ganz vielen Digimon. But now it's totally destroyed. Ah, aber jetzt ist es komplett zerstört. A strange guy with a knitted hat came. He did something to a Shoutmon and then there was a Machine Draymon. Ein seltsamer Kerl mit einer Strickmütze kam vorbei. Er hat irgendwas zu einem Shoutmon gesagt und plötzlich war er da ein Machine Draymon. I was so scared. Ich hatte solche Angst. And that's why you went to get help? Und deshalb wolltest du Hilfe holen? Yes. But then I got knocked out. Ja, aber da bin ich bewusstlos geworden. How long were you out for? Wie lange warst du bewusstlos? I can only guess, but I think it must have been less than an hour. Ich kann nur schätzen, aber bestimmt nicht mehr als eine Stunde. Machine Draymon must still be attacking. Let's go, Yukimura! Der Maschinendramon greift bestimmt immer noch an. Lass uns los, Yukimura! Alright! In Ordnung! Actionmusik! Huch! Als ob dir ein Champion jetzt was bringen würde gegen Maschinendramon. Dein Ernst? Yukimura, did you digivolve? Yukimura, bist du digitiert? We don't have time to chat now, Kota. Wir haben jetzt keine Zeit zum Plaudern, Kota. You're right. Let's use your new power on Machine Draymon. Du hast recht. Setzen wir unsere neue Kraft gegen den Machine Draymon ein. Yeah. Ja. Wait, I'm coming too. Warte, ich komme mit euch. Überlass das dem Kämpfer der Gerechtigkeit. The one who fights for Kota? Der, you're kidding! Der, dem Kämpfer der Kota? Machst du Scherze? Ich doch nicht. Okay, gucken wir uns mal die Digimon in Anführungszeichen Stadt an. Wie sieht's mit uns aus? Haben wir uns erholt von dem ganzen Angriffszeug? Ich glaube, so gucken wir besser, ne? Over here. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Oh, Ressourcen. Oh, da hat sich eine Höhle aufgetan. Das soll die besagte Stadt gewesen sein, wahrscheinlich, ne? Allein schon der Plan, eine Digi-Stadt zu machen. Hey, lasst uns doch einfach alle Digimon nehmen, alle, die gefährdet sind, und alle eine Stadt tun, damit der Böse einfach alle da töten kann. Das ist der Plan der Pläne. So, letzte Möglichkeit zum Kacken, Leute. Jetzt oder nie. Guckt mal kurz auf meine Digi-Mail. Unterordner Megapastille.
So, hier nehmen wir auch alles mit. Je mehr Ressourcen, desto besser. Ein bisschen lästig ist das Ganze Sammeln ja schon, ne? Was auch immer da stand. Ich lese mir das gar nicht erst durch. Bananen! Nun denn, lasst uns reingehen. Hui, hier ist es kühl. Ich fühle mich wie ein neues Mon. Ich bin Marine Angemon. Ich komme aus dem Osten, aus dem Ozean. Die Hitze in der Wüste war einfach zu viel. Einige Digimon vertragen Hitze nicht, andere Kälte. Du solltest selbst auch vorsichtig sein. Schätze es an der Zeit, dass ich zurückkehre. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ja? Hau rein. Sackgassenstadt. Ach du Scheiße. Lush, stay back! You too! Leave this to me and Yukimura! Natürlich, klar. Mach das mit deinem komischen Champion. Klingt mega. Yukimura, show it the power of the Crimson Dragon! You got it. Exhaust Flame! All knocked out! But you digivolved. I'm sorry, Kota. Okay, ich bin gespannt, ob wir ihn tot kriegen. Ich glaube eher nicht. Stufe 6. Good aim. 6000 Schaden, willst du mich verarschen? Können wir ihn besiegen? Das ist hier doch die Frage. Das wird schwer. Vor allem, ich habe gar kein Leben mehr. Ich glaube, das können wir vergessen. Wir brauchen selbst einen Mega. Okay. Also wenn er jetzt nicht umkippt, dann war's das. Ja, wir können es schaffen, aber guckt euch das an, 7000 Schaden. Why? Crap. This is the worst. Ah. This can't be happening.